Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Black Mirror 2. Wir sind jetzt hier in diesem, keine Ahnung was das ist, so eine Art Vorraum. Und müssen praktisch eigentlich diese ganzen Botenplatten hier beschweren. Wir haben jetzt aber schon 3 Platten deaktivieren können mit diesen Stäben, bleiben aber immer noch 5 übrig und wir sind ja trotzdem nur 4 Personen. Das heißt, irgendeine müssen wir noch deaktivieren können. Und wir werden jetzt als nächstes mal hier rüber wandern, denn die Tür haben wir gerade geöffnet und schauen mal, ob wir da nicht die nächsten Hinweise finden. Okay, das sieht sehr komplex aus. Das sind die ganzen Fallen. Warum sind Menschen so kreativ, wenn es um Waffen, Krieg und Kampf geht? Wer so etwas bauen konnte, der hätte auch viel Gutes ersinnen können. Tja, das ist ja sowieso die Frage, warum muss der Mensch sich immer gegenseitig abschlachten? Schweres Gewicht. Worüber hängt das denn? Über dem Eingang? Ein riesiger Steinblock. Der dürfte mindestens 1 Tonne wiegen. Das Gewicht hält mit Sicherheit das große Gitter unten geschlossen. Ah, okay. Das ist also für das Tor, wo wir durch wollen. Dann mal Zahnräder, Seile. Eieiei, irgendwelche Symbole. Oh Mann. Kaum zu fassen. Die Maschinen und Apparaturen sehen ziemlich kompliziert aus. Und sie sind aus Metall gefertigt. Nützt uns das jetzt was? Ich hätte nicht gedacht, dass die Menschen vor Jahrhunderten dazu in der Lage waren. Ein Genie muss das alles geplant haben. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ich kann nicht erkennen, wo es hinführt. Diese Symbole können wir uns aber auch nicht angucken, ne? Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammenhängt. Ich kann nicht erkennen, wo es hinführt. Ein Seil, das wohl mit der Mechanik zusammen. Okay, also gut wäre es eigentlich, wenn wir jetzt rausfinden, welches Seil für den Steinblock verantwortlich ist, der auf diese Bodenplatte fällt, weil dann könnten wir die nämlich beschweren. Hier können wir die Symbole angucken. Hier sind die gleichen Symbole wie an der großen Tafel neben der Treppe. Ich bin ganz sicher, dass sie miteinander zusammenhängen. Tafel neben der Treppe? Oh, hier eine Beschreibung. Die hilft ja vielleicht erstmal. Hebel, Balken, Knöpfe. Mit den kleinen Hebeln kann ich wohl einstellen, ob ich das Symbol links oder rechts einstellen möchte. Die Balken sind frei beweglich. Und mit dem großen Knopf scheine ich die Lösung eingeben zu können. Aha, ich habe nichts verstanden, Darren. Oh mein Gott, okay. Okay, gut. Also ich denke, ich habe zumindest eine ungefähre Vorstellung davon, was wir tun müssen. Ich werde mir jetzt mal diese Symbole hier notieren. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir müssen jetzt rausfinden, welche Seil zu welcher Falle gehört, damit wir dann entsprechend da Sachen deaktivieren können. Wir machen mal. Ich fange mal hier drüben an, obwohl hier kann ich nicht sehen, welche Symbole hier sind. Ich meine, hier kann ich das ja vielleicht noch rausfinden. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, ne? Weil offenbar brauche ich ja 5 Symbole. Und die kann ich nicht bei allen einsehen.
1, 2, 3, 4, 5, ja. Hm. Könnte es ein bisschen kompliziert machen, ne? Na gut, ich fange jetzt einfach mal hier an. Das ist jetzt das Seil Nummer 1. Das ist auf jeden Fall... Das sind alles die gleichen Symbole, die man auch schon aus dem Vorgänger kennt. Also man hätte auch echt irgendwas Einfacheres nehmen können, ne? Dass man das irgendwie besser malen kann. Gibt es auch eine Nahansicht? Das wäre vielleicht noch ganz hilfreich. So, ich gucke jetzt mal, ob ich das hier überhaupt richtig abgemalt habe. Ich fürchte, ich kann mir das halt sonst auch nicht merken. So, kann ich das jetzt hier irgendwie schieben? Okay, also das erste müsste eigentlich das sein. Da ist der Hebel. Also ich denke mal, zwischen diesen beiden, die Symbole muss ich da halt dazwischen einstellen. Jetzt habe ich das hier drüben, weil ich, auf die andere Seite bekomme ich das ja nicht. Das heißt, der Hebel ist links richtig. So, das zweite Symbol könnte das sein. Jo. Drehen wir mal den Hebel um. Dann das hier brauche ich. Was haben wir jetzt? Ich glaube, das war das Richtige. Und dann wie so ein komisches L, das könnte das hier sein. Mal gucken. Funktioniert nicht. Hm. Rot, gelb, orange, gelb, gelb. Shit, ist das ja alles wieder weg. Rot, also ich denke mal, das ist schon das gewesen. Bei den anderen passt eigentlich auch keins. Also rot. Gelb. Der orangene komische Tropfen. Dann zweimal gelb. Das wäre einmal das. Ach, und das hier. Das falsche genommen. Speere. Aha. Was hilft mir das jetzt? Auf der Trommel wird eine Falle angezeigt. Nicht die, die ich suche. Okay. Ah, okay. Na, dann machen wir weiter. Mal sehen. Wir brauchen wahrscheinlich diesen Felsblock. Da ist jetzt das zweite Seil. Das ist dieser Upala. Ich muss das mal so malen, dass ich es auch wiedererkenne. Gelber Tropfen. Gelb. Dann dieses komische... Keine Ahnung, in Rot. Gelb. Gelb. Und Orange. Mal gucken. Kann sich ja nur um Stunden handeln, ehe man hier fertig wird, ne? Also, als erstes brauchen wir genau den gelben Tropfen. Dann dieses rote Haus. Dann das gelbe umgedrehte L. Das ist wahrscheinlich das da. Oh, ist es das oder das? Kurz raus. Was ist das mit dem langen Strich? Okay. Also das. Hier hatten wir das rote Haus, den gelben Tropfen. Dann bauen wir dieses Teil.
Und orange das hier. Tür. Okay. Speer. Tür. Ich schreibe mir das mal mit dahinter, sonst... Ich schätze, dass an dem Seil die Mechanik für eine der Seitentüren hängt. Okay. Jetzt hatten wir das. Jetzt das. Ja, so ein orangenes S. Und dann, oh, oh Gott, es wird ja immer beschissener. Auch orange. So ein rotes L. Nochmal das S. In orange. Okay, und das letzte ist gelb. Orangenes S, das müsste das da sein, oder? Ja, das ist das. Dann orange, so ein komischer Keil. Das da wahrscheinlich, oder Tropfen dann. Habe ich das nicht richtig gesehen? Gibt es da noch mehr sonst? Nee. Und das ist das. Rotes L ist schon drin. Dann orangener S nochmal. Das ist hier hinten. Genau. Passt. Und gelb, das müsste auch richtig sein. Nein. Okay, das ist richtig. Das müsste eigentlich auch richtig sein. Gibt's hier noch mehr? Da gibt es ja auch nur das eine rote. Oder war das das in orange? Kann natürlich auch sein. Ah, scheint so. Das brauchen wir doch, oder? Darren? Auf der Trommel wird eine Falle angezeigt. Nicht die, die ich suche. Ich schätze, dass eine rote Symbol in der Symbolfolge zeigt, auf welche Platte die Falle ausgelöst wird. Okay. Na gut, dann machen wir mal weiter. Mal sehen, was noch so kommt. Also wir hatten jetzt 1, 2, 3, 4, jetzt diese hier. Welches Symbol ist denn da drauf? Können wir das hier... Ist das ersichtlich? Nee. Platte mit Gewicht belasten. Über jeder Stellenplatte hängen Fallen an Ketten. Ich sollte versuchen, mindestens eine davon unten zu halten, damit ihr Gewicht auf der Platte lastet. Drei Platten konnte ich mit den Stäben fixieren. Ich sollte versuchen, eine Falle unten zu halten, damit ihr Gewicht auf der Platte lastet. Ja, genau. Die Fallen sind oben über eine Mechanik an Seilen befestigt. Ich kann also eins davon durchschneiden und die Falle rasselt zu Boden. Ein Steinblock wäre am besten, aber welches Seil schneide ich durch, ohne damit meine Mutter umzubringen? Ein Steinblock wäre am besten. Kann man noch mal kurz gucken gehen, welches Symbol hier drauf ist? Okay, das ist dieser Tropfen. Okay. Das heißt, mit dem könnten wir ja schon ganz gute Chancen haben. Weil da ist ja der rote Tropfen. Okay, das ist also wieder das orangene S. Dann dieser Keil in Gelb. Orangenes Haus. Und dieser rote Tropfen.
guck mal. Also vielleicht ist es das schon. Ich kann mir vorstellen, dass wir die Platte belasten wollen, die sonst keine weitere Funktion hat. Orange, das S haben wir. Drehen wir den Hebel um. Gelb, das da. Passt. Orange, das Haus ist hier. Jetzt so ein ganz kurioses Symbol. Aber in Orange. War es dann doch das? Und dieser rote Tropfen. Stein. Ich kann mir vorstellen, dass wir den haben wollen. Okay. Ich denke, ich weiß jetzt, welches Seil ich durchschneiden muss, um die richtige Falle auszulösen. Der Steinblock sollte dann die Platte belasten. Hoffentlich irre ich mich nicht. Ja, dann schneiden wir das doch mal durch. Wir haben ja auch hier ein Messer. Auf geht's, Darren. Jetzt schnell. Hoffentlich ist es das richtige Seil. Was sollte das? Das war... Nochmal so ein Schnitzer. Und unsere Mutter liegt neben dem Steinblock, ist das klar? Ja, schon gut. Kommt nicht wieder vor. Davon gehe ich aus. Ja, wir sind jetzt auf... Okay. Damit sind vier Steinplatten deaktiviert und auf einer steht Catherine. Das ist meine Chance. Ich muss Angelina überreden, dass sie und Louis sich auf die falschen Platten stellen. Hoffentlich geht mein Plan auf. Na dann, machen wir das doch mal. Angelina? Was ist? Jetzt gibt es wirklich keinen anderen Weg mehr. Wir müssen uns auf die verbleibenden Steinplatten stellen, wenn sich das Gitter öffnen soll. In Ordnung. Irgendwelche Tricks. Und? Schon klar. Ich glaube, ich habe alle Fallen entschärft. Mom, du bleibst da stehen. Louis steht da drüben. Ich glaube, wir sollten die Plätze lieber tauschen. Du hast doch nichts dagegen. Mach, was du willst. Schlau gemacht. Und so skrupellos. Du bist die Nächste. Das Gewicht liegt auf der Platte. Worauf wartest du? Macht es dir nichts aus, dass Louis gestorben ist? Er hätte diese Ruinen sowieso nicht lebend verlassen. Mach weiter. Ja, was soll man jetzt machen? Das muss das Tor zu Mordreds Gefängnis sein. Dort ist mein Vater endgültig verrückt geworden. Da scheint es ja mehrere Eingänge dahin zu geben, oder? Eine Art Halterung. Aber was kommt dort rein? Das gibt's doch nicht. Endlich. Los, geh vor! Du bist ein
das Mordred? Lauf! Fuck! Jetzt raus hier! Ja, dann los geht's. Hier durch die Tür. Da war was! Ach, die Typen schon wieder. Der Orden. Das muss der Orden sein. Haltet ihn auf! Er darf ihn nicht beschwören! Ganz ruhig, Leute, ich... Verflucht! Ich bin auf eurer Seite, ich... Verdammte Idioten! Sie wollen wohl auf Nummer sicher gehen. Angelina ist nicht hier und sie ist auch nicht an mir vorbeigekommen. Entweder sie ist noch im Beschwörungsraum oder sie ist einen anderen Weg gegangen. Na dann wieder rein da, oder was? Die Seitentüren haben sich geschlossen, als das große Tor aufging. Da unten ist ein verdammt tiefer Abgrund. Hinter mir der Orden, der mich lieber tötet, als nachzudenken? Er ist da! Es geht nicht anders. Ich muss mich Angelina stellen. Könnte eine Falle sein. Aber vielleicht ist es auch meine einzige Chance, Mom zu retten. Ist sie hier? Nein. Komm, ich bring dich hier raus. Nein. Verstehst du nicht, Adrian? Es geht nicht um mich. Es geht auch nicht um dich allein. Dein Vater hat viel Leid über die Menschen gebracht. Und ich möchte nicht, dass auch du dich schuldig machst. Das habe ich nicht vor. Das ist nicht deine Entscheidung. Hier geht es um Mächte, die sind größer als ein einzelner Mensch. Ganz recht. Es geht um unendliche Macht, um göttliche Macht. Eine Macht, die schon zu lange geschlafen hat. Zum Altar! Du kannst mich mal. Ich wiederhole mich nicht gern. Geh zum Altar und lies aus dem Buch vor! Ich wiederhole mich auch nicht gerne. Du... Die nächste Kugel trifft deine Kniescheibe. Ohne mich kommst du hier nicht weiter. Du kannst mich nicht töten, du brauchst mich. Sie brauche ich nicht. Und worauf kannst du verzichten? Ein Auge? Eine Hand? Es gibt keinen Fluch. Es ist eine Geisteskrankheit. Sie wird von Generation zu Generation vererbt und führt zu Wahnvorstellungen. Wahnvorstellungen? Und wie nennst du das hier? Lesen. Zodokare usadire. Im Coraxo zodere. Matorebe matorebi. Vax da sobra vei. Maliore vax da sopra, malio im ibote, amena vei bosadire, amena vax zodokare. Ja! Ja! Und nun? Angelina, das ist doch Irrsinn! Selbst wenn es einen Fluch gäbe, dann betreffe es nur die männlichen Gordons. Nein, nein, auch mich. Ich kann sie hören, die Stimme. Sie flüstert zu mir immer schon, seit du weg warst. Angelina, bitte! Tut mir leid, Bruderherz. Ich brauche dein Blut und keine Konkurrenz. Ah! Ah! Ha ha ha!